PNI ist die Abkürzung für Psychoneuroimmunologie. Das ist eine relativ junge Wissenschaft, die seit 20, 25 Jahren Einzug gehalten hat in die Köpfe der Ärzte, der Mediziner, der Biologen und steht für Psyche, neuronales System und Immunsystem. PNI ist eine ganzheitliche Wissenschaft. Das heißt, sie betrachtet nicht die Systeme des Körpers einzeln und getrennt, so wie wir das bisher gemacht haben, sondern sie betrachtet das Zusammenspiel zwischen der Psychologie, dessen, was in dem Menschen sozusagen in seinen Gedanken passiert, was in seinem Nervensystem passiert, dazu gehören auch die Hormone, und wie sich das auf das Immunsystem auswirken kann. Wir Menschen sind nämlich nicht einfach nur eine Addition von solchen Organsystemen, sondern wir sind im Prinzip nichts anderes als ein hervorragend funktionierender Mechanismus, der sich untereinander unglaublich gut beeinflusst. PNI nimmt darauf Rücksicht. Psychoneuroimmunologie als neue Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die sich gesamtheitlich mit dem Menschen beschäftigt und sich auf seine eigenen Leistungen, auf die Beeinflussung untereinander konzentriert.